Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe ein sehr, sehr interessantes Spiel gefunden, was ich habe eigentlich nur ein Video mal kurz geguckt und auch nur kurz reingeschaut und habe es dann direkt abgebrochen, weil ich gesagt habe, das will ich selber auf meinem Kanal spielen und selber zeigen, was es alles gibt. Und zwar Next Space Rebels. Hört sich mega geil an, ist, soweit ich weiß, relativ neu noch. Man befasst sich im Grunde damit, dass man als Hobby-Raketenbauer beginnt und sich einen YouTube-Kanal aufbaut oder ein, was, YouStar, StarTube-Kanal in der Art. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut, ihr seht schon, deswegen ist hier Fortsetzen. Ich habe ganz kurz reingeschaut, schaut, wie das funktioniert, um ein bisschen das zu verstehen, damit wir den Start ein bisschen schneller vorankriegen. Und wir starten aber jetzt ein neues Spiel. Ja, ich will die von vorne beginnen. Und wir starten direkt durch. Und jetzt stehen wir schon bei StarTube bei StarConnect. Herzlich willkommen. Konto erstellen. So, wir sind natürlich Raxamus. Und was ich mega geil finde, du hast hier diese Vorlagen, aber du hast auch dein Steam-Profilbild. Bedeutet, ihr kennt das Logo natürlich und das werden wir jetzt hier auch verwenden. Zwar nicht mein Raketenlogo in dem Fall, aber das habe ich nicht auf Steam aktiv. Deswegen. Danke für die Erstellung deines Kontos. Abschließen. I'm Lena Smalling, a.k.a. Rocket Girl, and this is where I work. Ich finde das Video geil. Das ist einfach mega geil, dass du startest mit einem Kanaltrailer von der Rocket Girl hier. Das ist so, würde ich mal sagen, der Star auf StarTube im Bereich Rockets. Und 11. Dezember 21. Das finde ich natürlich cool, weil im Grunde, das ist der heutige Tag. Hier ist die richtige Uhrzeit. Ihr seht sogar, wann ich aufnehme, weil die steht hier unten in der Zeile. Und hier sind 600.000 Aufrufe drauf. Holla die Waldfee. Wir gehen mal in unseren Chat. Und hier ist Salma, deine erste Rakete. Cool. Du hast deinen eigenen StarTube-Account erstellt. Jetzt können wir antworten, indem wir hier eine der zwei Auswahlen treffen. Ja, ich kann es kaum erwarten, ein paar Videos zu posten. Dieses Rocket World ist wirklich eine Inspiration. Wir kennen sie noch nicht wirklich, aber ich kann es kaum erwarten, Videos zu posten, wie auch in echt. Und sie sagt, ja, das wird ein Spaß. StarTube ist die perfekte Plattform, auf der du all deine zukünftigen Schöpfungen hochladen kannst. Du kannst es sicher kaum erwarten, Raketen zu bauen. Dann schreibe ich drauf, Raketenvideos kriegen sicher jede Menge Aufrufe. Oh, ich bin auf jeden Fall klickgeil. ich habe dir ein kleines Geschenk im Squareshop bestellt. Es ist ein Raketenbau. Damit kannst du deine erste Rakete erschaffen. Das ist echt lieb von dir. Ich finde es geil, dass wir lila sind. Warum bin ich nicht blau? Ich will blau sein. Smiley. Es sollte jede Minute bei dir eintreffen, versuche eine Rakete zu starten und vergiss nicht, ein Video vom Start hochzuladen, damit andere auch Spaß daran haben können. Raketenbausatz, Lieferung. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben. Sie haben einen Raketenbausatz als Geschenk erhalten. Dieser Satz enthält einen preisgekrönten Softwaremarker. Ihre Bestellung wurde erfolgreich verarbeitet. Bevor Sie die Transition abschließen können, benötigen wir für ihn noch eine kleine Information. Welche Farbe wünschen Sie? Jetzt kommt blau. Gelb, Orange oder Pink wählen. Ich glaube, ich bin letztes Mal mit Blau gegangen. Ich gehe diesmal mit Orange, als ich es getestet habe. Eine gute Wahl. Verwenden Sie bitte den folgenden Link, um den Marker zu installieren und Ihre eigene Rakete zu entwerfen. Der bestellte Raketenbau sollte automatisch Ihrer Werkzeugleiste hinzugefügt werden. Marker installieren. Und das ist halt cool. Das ist halt echt jetzt so ein Installationsfenster. Ich finde das geil. Und dann ausführen. Zack. Und Kapitel 1. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle mehr Expertinnen und uns trauen würden, Fehler zu machen. Stimmt, da hat er recht. Raymond Sondermann. Damit hat er aber relativ viel recht. Ich denke, dass man viel zu wenig teilweise riskiert. Klar, man muss auch schauen, dass man leben kann und eine gute Grundversorgung hat, aber man sollte trotzdem teilweise riskieren. Klar gehen da vielleicht ein paar hundert Euro mal drauf oder sowas. Jetzt nehmen wir mal Elon Musk oder keine Ahnung, was er alles gemacht hat, SpaceX und Tesla.
er stand auch kurz vorm Abgrund und dann ist es wieder nach oben gegangen. Er hat was riskiert und es hat funktioniert. Jetzt steht er da, wo er ist. Ne? Kann man nichts sagen gegen. Und ich glaube, selbst als Climber, man kann zwar immer sagen, ja, ich kann aber nichts riskieren. Man kann immer proportional zu seinem Lebensstil was riskieren, finde ich. Ich selber tue mindestens ein paar hundert Euro aktuell investieren in mein eigenes Spiel, was ich entwickle. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt was wird, ob ich am Ende das Spiel rausbringe, ob es, wenn es rauskommen würde, überhaupt ein Hit wäre oder ob es einfach untergeht und das ganze Geld sozusagen für nichts rausgeschmissen habe. Aber das ist ein Risiko, was ich aktuell nehmen will, weil ich Bock habe, was zu entwickeln. Und ich denke, das könnte man in jeder Branche machen, genauso wie in der Raketenbereich. Ich will auch in der Zukunft super gerne mal so Raketen machen. Ich habe mich auch schon ein bisschen angefangen zu informieren darüber, wie das alles ist, wenn du so sozusagen Spaßraketen oder Spielraketen starten willst, unter welche, was du alles aufpassen musst. Und ja. Aber wenn da irgendwas mal passiert, dann kriegt ihr auf jeden Fall als erstes die Info dazu. So, wir werden jetzt das Ziel setzen, starte eine Rakete. Und jetzt haben wir hier unsere Teile erhalten. Raketenbooster, das Kopf und das Ding. Dann können wir diesen Kopf hier nehmen und hier einbauen. Dann haben wir diese schöne Zeichnung. Dann nehmen wir den Hüllensatz und setzen den hier unten dran. Zack. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wurde geupdatet, weil es schaut ein bisschen anders aus, ein bisschen besser. Und ich glaube, jedem von uns fällt eine Sache hier auf. Erstens, du zeichnest es im Grunde, was natürlich mega geil ist. Aber auch, du weißt nicht, wie genau das jetzt alles platziert wurde. Ich kann hier genauso platzieren, wie ich es mir vorstelle. Aber ich werde es nicht genau gerade hinkriegen. Und dadurch, dass wir bestimmte Teile nicht haben, die wir in Kirby Space Program fast immer dran bauen, und zwar Fins, wird das wahrscheinlich nicht so stabil fliegen. Wir gehen aber drauf bauen und sehen jetzt diese coole Animation, wie das ganz schnell zusammengebaut wird. Und wir haben unsere erste MK1 Rocket, unser Rocket Kit, und starten. Und man sieht schon, ja. Hui! Das war nix. Und jetzt können wir hier auf Beenden klicken und gehen dann hier. Hier sehen wir die Infos: Durchschnittsgeschwindigkeit 1 km/h, Höchstgeschwindigkeit 38 km/h. Rekordentfernung 4 Meter, Rekordgeschwindigkeit 38 km/h, Rekordhöhe 0. Rakete ist heruntergefallen, da sie keine ausreichenden Fußteile hatte. Und das ist das, was wir natürlich wissen. Die Fins im Grunde oder Fußteile halten der Rakete am Ende dann stabil. In Kirby Space Program fällt es nicht so schnell um, aber ja, es könnte natürlich auch passieren. Und jetzt gehen wir auf Video hochladen und jetzt können wir uns hier wie ein normales Video beim YouTube hochladen fast schon hier alles auswählen. Jetzt nennen wir das Video zum Beispiel irgendwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Ausrufezeichen. Wir nennen das hier Beginner und nehmen das Bild hier, weil da sieht man schön, wie es boostet. Ne? Und dann gehen wir auf Video hochladen und wir kommen auf die Oberfläche. Hochgeladen. Oh, fast 800 Views. 5 neue Abonnenten. 11. Dezember. Und jetzt halt fortsetzen. Jetzt sehen wir das Video und kriegen dann ein paar Informationen. Hier steht nicht schlecht. Lol, still starting stuff up. Okay, das ist interessant. Jetzt halt können wir zurück hierher gehen. Und kriegen hier ein paar Infos. Fand das Video begeistert, aber irgendwas ist faul daran. Was meinst du? Ich wusste doch, dass ich eine andere Farbe hätte nehmen sollen. Was meinst du? Ich würde sagen, ja, ich hätte eine andere Farbe nehmen sollen. Ha, das war's nicht. Aber deine Rakete ist praktisch überall hingeflogen, außer nach oben. Hat's recht. Ich glaube, da fehlt etwas. Ich brauche sicher einen stärkeren Antrieb. Ich habe auch gar keine Flossen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Und ich sage, ich habe gar keine Flossen. Wie soll es dann noch rumfliegen, ne? Das ist es. Die fehlenden Raketenflossen. Ich lege gerade etwas darüber. Die sind sicher für die Aerodynamik einer Rakete unverzichtbar. Das stimmt. Während des Fluges strömt der Wind an den Flossen entlang und sorgt dafür, dass sie sich dreht, sodass sich die Flossen hinter dem Schwerpunkt befinden. Genau. Eine Art Lenkung, genau. Der sollte Flossen immer unten an der Rakete anbringen. Schon gut, aber woher bekomme ich jetzt Flossen? Brauch die Flossen, Lynx. Sie sollten im Raketenbau enthalten sein, den ich dir geschenkt habe. Sie fehlen. Frag mal lieber im Shop noch. Mache ich. Dann sehen wir jetzt hier, vorausgesetzt, du hast richtig zusammengebaut hast, solltest du probieren, 25 Meter erreichen, sagt sie jetzt. Und hier haben wir so ein Ausrufezeichen, ein Chat-Ausrufezeichen. Das bedeutet, wir können mit denen jetzt reden
Und die schreiben, hallo, bei meiner Lieferung scheint ein Teil zu fehlen. Und dann, oh shit. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Offensichtlich haben wir ein technisches Spiel, hatten wir einige technische Schwierigkeiten. Zum Glück ist unsere fortgeschrittene Softwaremarke mit unserem System ausgestattet, über das Sie Teile per Klick herunterladen können. Folgen Sie einfach dem Download-Link, um das Teil in Ihrer Bibliothek hinzuzufügen. Wir bitten um Entschuldigung. Und dann schreibe ich natürlich, danke für die schnelle Hilfe. Wir grüßen, genau. Und dann haben wir eine Herausforderung hinzugefügt. Und jetzt kriegen wir natürlich noch Infos von No Replay StarTube. Hallo Raximus, Glückwunsch zu deinem ersten Video. StarTube ist völlig kostenloser, hochwertiger Videostreamdienst. Mit ein wenig Engagement schaffst du es in unserem Creator-Programm, bei dem du Erträge über unseren Dienst erwirtschaften kannst. Wir hoffen, dass du uns treu bleibst und wir freuen uns schon auf viele tolle Videos von dir. Ich antworte dir nicht, weil du kriegst jedes Mal dieselbe Antwort. Das habe ich schon rausgefunden, weil ich habe es 3000 Mal geklickt. Oh, ich kann hier nicht antworten und dann brauche ich auch nicht antworten, ne? Jetzt haben wir unten in der Leiste den Marker. Da können wir hingehen. Genau. Und jetzt hat Bau Orange und Splatter, geht hier um die Anleitung wieder. Und jetzt können wir die Grundrakete bauen, also erstmal die Hüllen. Schön alles zusammensetzen und dann kommen die Fins unten dran. Und da rein setzen wir unseren Booster. Zack. Klar können wir das noch, könnten wir das wahrscheinlich noch komplizierter bauen, aber wir lassen es jetzt so und gehen aufbauen. Und jetzt baut es das Ding auf. Zack. Fertig. Und ab. Wir stehen jetzt in einem Valley und ich würde sagen, Ziel ist 25 Meter. Wir können jetzt hier die Daten sogar angeben, und zwar zum Beispiel Höhe und die Beschleunigung, was ich mega cool finde. Und jetzt gehen wir auf Start. Bumm. Hui. Und kaputt. Und jetzt haben wir natürlich den auch wieder beabschlossen. Und jetzt sehen wir hier, okay, alles erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben ein ungewöhnliches Tech-Erhalt errungen. Was normalerweise heißt, Text kennt ihr aus YouTube, wenn ihr Videos mal hochgeladen habt, kennt ihr die Texte, die man selber schreibt. Hier hast du vorgegebene Texte und du findest die sozusagen und du erhältst Text. Das können wir jetzt wieder hochladen. Abgeschlossener Bausatz ist jetzt dieser ungewöhnliche Tag. Und wir nennen das Video jetzt um, jetzt ist noch der letzte Titel drin. Wir nennen das Video der erste erfolgreiche Start. Das ist der erfolgreiche Start. Dann können wir hier so das coole Bild nehmen, wo sie losschießt. Und laden das Video hoch. Und dann hochgeladen. Und dann, wie viele Aufrufe diesmal? Fast 1000. 12 neue Abonnenten. Mega geil. Fortsetzen. Fum. Ich liebe Raketen, Billy Place. Hui, ein Raumschiff. Und jetzt haben wir eine Info. Siehst du? Jetzt geht sie ab wie eine Rakete. Gut gemacht. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Hast du das neue Video von Rocket Girl gesehen? Das über die wahnwitzige Raketenherausforderung? Ich glaube nicht. Eine Herausforderung. Schau es dir an. Oh, Vollbild geht auch. Challenge. Build a ridiculous rocket. I have exactly one hour to build a ridiculous rocket from these objects. I'll get my tools and let's get the party started. Und sie bastelt sich eine Rakete. I'm gonna use these blades as rocket fins. I need a bigger one. Yes. Now we need something that can blast this motherfucker into the stars. Huh? Well, the neck here is to keep it balanced on the launch. Also irgendwie schaut das nicht so ganz stabil aus. Also wenn es in echt so fliegen würde, ne? Man sieht eigentlich natürlich, dass das animiert ist. Aber wenn es in echt so fliegen würde, wäre das natürlich richtig lustig. Take up the challenge and show me your supersonic shit. 1. Collect the most ridiculous rocket parts you can think of. 2. Construct them into a rocket. 3. Add boosters. 4. Launch it. And 5. Reach 1 kilometer minimum. See you around. Okay, die Herausforderung, bau eine ridiculous rocket und die sollen wir bauen, indem wir
sozusagen aus verschiedensten Teilen, die nicht normal zu einer Rakete gehören, eine Rakete bauen und die 1 Kilometer hochfliegt. Ich mach mich gleich an die Herausforderung, sage ich hier. Dann viel Glück dabei. Aber mir fehlen ja noch Teile. Und hier kommt die Herausforderung. Erreiche 1 Kilometer. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das erreichen. Ich würde jetzt mal eine kurze Rakete bauen, also echt kurz. Und schauen, ja, wird wahrscheinlich bescheuert ausschauen, aber wir werden da hier außen mal die Dinge ansetzen. Die spiegelt, aber wie kann ich denn das aussehen? Geht wahrscheinlich noch nicht, okay. Das funktioniert nicht, weil sozusagen... Ich kann keine... Ah, da muss ich die wahrscheinlich ein bisschen lauter aussetzen. Gehst du in die Mitte. Das sind jetzt die Outline-Booster. So, bauen wir das Mini-Ding. Zum Start. 3. Warte, erst wieder Daten. Wir brauchen wieder die Höhe und die Beschleunigung. 3, 2, 1, Start. Fum. 100. Zoom. Da oben, sie dreht um. Oh, sie hat einen langen Flug down, okay? Sehr langer Flug. Oh, auf was an dieselbe Stelle wieder. Auch nicht schlecht. So, wahnwitzige, wir haben nicht abgeschlossen. Wir haben aber 177 Meter erreicht. 8 Meter Entfernung und 228 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mega geil. Video hochladen. Volle Kraft voraus, nehmen wir das jetzt mal. Volle Kraft voraus. Und wenn ich mich falsch schreibe, tut es mir leid. Ich bin nicht so gut in Deutsch. Und hochladen. Schauen wir, was wir dafür kriegen. Hochgeladen. Und wie viel auf? 500 nur. 5 neue Abonnenten. Aber und nächster Rang erreicht. Wir sind Eisen. Nice. Und natürlich kriegen wir noch ein paar mehr. 22 Abonnenten fortsetzen. Fumm. Jetzt kommen wieder Kommentare. They should release Rocket Kit in purple color. Wow. Würden sie mir auch auf den nächsten Versuch lassen... Was? Wow, würden sie mir mich auf den nächsten Versuch lassen schnallen? Was? Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diesen ersten Part und gehen in der nächsten Folge hier weiter und schauen mal, wir haben einen neuen Posteingang von Sid Phillips mit dem Namen Teddy. Ich glaube, das setzen wir nächstes Mal fort. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel jetzt haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.